Herzlich willkommen zurück zu Fortnite, neigesättigtes Minigun-Update. Danke, dass ihr während des Early Access gespielt habt. Als Zeichen unserer Wertschätzung sollt ihr auch etwas bekommen. Battle Royale, 20 Battlesterne, rettet die Welt! 1600 Saison-Gold. Battle Royale, seid dieser Feuerkraft gewachsen. Mit der neuen Minigun könnt ihr euren Gegner gehörig einheizen. Mit Gegner vor allem. Und Gebäude nieder wie nie zuvor. Rette die Welt. Das spielen wir leider nicht. Knisterndes Lagerfeuer. Alle, die dich und deine Verbündeten heilen, funktioniert auch bei Verteidigern. Kennen wir schon. Kontextabhängige Menüs. Die Bedienung der Menüs wird leichter fallen. Verbesserung der Expedition. Die Zeiten, in denen euch die Anhänger ausgehen, sind vorbei. Und damit herzlich willkommen bei Fortnite. Neue Runde, neues Glück. Und wir sind immer noch im Early Access. Das Spiel kommt ja jetzt bald tatsächlich dann auch raus. Habe ich gehört. Wann, weiß ich nicht. Wir spielen natürlich wieder Battle Royale. Ich glaube, die Scharfschützengewicht ist noch drin. Geil! Genau das will ich. Scharfe Schützen. Genau das will ich haben. Normalerweise zeige ich ja nicht das Hauptmenü. Jetzt mache ich es, weil ich euch vorlesen wollte, was wir da tatsächlich bekommen haben. Update. Minigun verursacht über lange Zeiträume schnell Schaden von ein großes Magazin. Neue Waffe, die nächste Spiel. Damit werdet ihr zum heimlichsten Jäger. Bleibt funky. Funky Kommando und der Gummihai Kleiner Mampfer sind jetzt für begrenzte Zeit verfügbar. Boah, der kleine Hai, der ist geil. Nicht so, aber der Hai, den Hai würde ich gerne auch. Jetzt kommt so eine Runde. Wir landen, sterben und heulen und flamen. Ich habe ein neues Renderprogramm, deshalb will ich mich jetzt Fortnite-Runde spielen und gucken, ob die Grafik tatsächlich dann auch so ist wie im Spiel, weil im Spiel ist sie nämlich besser wie auf YouTube. YouTube macht die ein bisschen runter, aber da ist gerade eine AFK gegangen. Aber YouTube hat sie mir zu extrem runter gemacht. Es kann ja nicht sein, dass YouTube da komplett aus dem 4K HD 420 HP macht. Da läuft ja dann irgendwas schief. 89 Spieler, ich hätte schon gern ein bisschen mehr. Würde Abend schon nicht so viele da zu sein. To answer, hold YNC. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich bin ein Heli. 89 Leute, scheint nicht mehr zu werden in dieser Runde. Alles klar. Sind wir ja schon fast in den Top 50. Der Partybus geht wieder los. Alle spielen schon. Hey, die springen alle schon. Warum wurden die alle sind? Ich will nicht an den Lake. Ich hasse den Lake. Ohne Witz, der Lake ist so das, wo ich überhaupt nicht hin will. Wo ich schon eher hin will, ist dieser Berg. Der macht mich heiß. Bloß nicht runterfallen, dann wären wir, glaube ich, tot. Einer ist schon tot. Ich frag mich mal, wie die so schnell sterben. Da oben ist bestimmt auch noch was drin.
Ja, Marcello, du warst genau der, der unten in die Stadt geflogen ist. Ich hab dir gesagt, das ist keine gute Idee. Problem jetzt hier bei dem Berg ist, ich habe jetzt nichts Geiles hier oben gefunden. Und ich werde irgendwann runter müssen, habe dann auch noch das Problem, dass die Sachen, die ich habe, nicht OP genug sind. Anderes Problem ist, ich bin nicht in der Zone. Das Team ist sehr verteilt. Da oben das Ding will ich haben. Okay. Das will ich. Ich weiß noch am Anfang, wo wir nie gebaut haben. Mittlerweile bauen wir ja dann doch schon immer. Jawohl, jetzt haben wir sogar ein geiles Ding. Somebody help. Hä? Du bist da irgendwo da hinten am See ganz allein und dann soll dir jemand helfen. Wie schnell soll ich eigentlich bei dir sein? So, ich will gleich runter müssen. Nehmen wir den Weg hier hinten runter. In der Hoffnung, ich kann noch was zum Looten finden und kriege keinen Fallschaden. Da unten ist wie so ein Campingteil. Das ist eigentlich super zum Looten. Muss natürlich jetzt aufpassen, weil hier hinten... auch zu lang. Alter. Sniper King. Oder auch nicht. Ja, Mann. Da habe ich doch meinen Kill. Geil. Nein, die hat ein Schild gehabt. Die hat ein Schild gehabt, Mann. Ich muss jetzt rennen. Alter, aber was ein Beginn. Einen gekillt, ein Schild weggemacht. Ja, die Sniper. So, wenn die Leute mich da ziehen, finde ich sie ja echt geil. Die machte mich richtig schön Damage, wie wir gesehen haben. Jetzt kommt natürlich die Zone. Aber ich hätte jetzt natürlich auch killen müssen. Weil... die hatte mich ja im ersten Moment gar nicht mal gesehen. Und... hätte ein bisschen mehr rausspringen müssen. So, ich muss, die Zone kommt. 2,5 Minuten. Das war natürlich jetzt geil, dass beide mich auch nicht gesehen haben. Und ich dann einfach mal so richtig schön von hinten Snack, Snack, Snack machen konnte. Das war... hat mir auf jeden Fall gefallen. Dass ich auch mal Glück habe.
War natürlich dafür im Endeffekt nicht der beste Schuss, weil den zweiten hätte ich ja auch töten müssen, ehrlich gesagt. Ja, okay. Aber ihr seht, ich lerne und ich lerne dazu und nehme an, es ist mehr als okay. Nehme ich einfach mal an, weil wenn ich überlege, was wir am Anfang für Mist gespielt haben und mittlerweile, ich glaube in den ersten Folgen, ich hätte den Kill nicht gemacht. Ich will jetzt mal so sweet rüber, oder wie der auch immer ausgesprochen wird. Suizide, Mann! Suizide! Boah! Das war doch bestimmt aus dem Haus. Hundertprozentig aus dem Haus. Ich laufe jetzt um den See drumherum. Okay, die beiden jagen mich. Alter, ich habe einen Header gekriegt. Mann, das ist das, was ich meine. Das ist tatsächlich das, was ich meine. Ich meine, ich brauche da noch ein bisschen zu lang beim Schießen. Wir machen aber jetzt eine Doppelfolge hier draus. Wir haben einen Kill geholt und einen anderen angeschossen. Das war jetzt natürlich blöd. Ich habe zu lange gebraucht, ich hätte erst mich hochbauen sollen. Jetzt sage ich noch, ich verbessere mich immer so ein bisschen und dann natürlich wieder diesen Fehler, diesen Anfängerfehler gemacht. Ja, okay. Ist einfach jetzt mal so. Sollte nicht passieren. Allerdings, das war schon mal Gameplay, das man zeigen kann. Und der im Endeffekt, mir macht's Spaß. Also, ich will 2018 nur noch aufnehmen, wonach mir gerade Spaß macht. Zum Beispiel Eve, hatte ich jetzt Bock drauf, habe ich aufgenommen. Fortnite, habe ich Bock drauf, nehme ich auf. Natürlich jetzt zum Beispiel Final Fantasy. Ich habe es mir vorgenommen, ich will jetzt relativ zügig beenden. Den ersten Teil kommt jetzt auch demnächst. Muss mich ein bisschen überwinden, weil im Moment ich habe immer noch nicht so die große Lust. Allerdings liegt es jetzt nicht am Spiel, sondern weil ich einfach andere Spiele spielen will. Zum Beispiel jetzt auch Monster Hunter World will ich jetzt demnächst anfangen. Oder Kingdom Hearts 3 kommt jetzt bald raus. Ni No Kuni 2 kommt raus. Das sind nur diese Spiele, worauf ich heiß bin, worauf ich mega Bock hab. Und natürlich Livestreams, immer mehr Livestreams einzufügen, nach und nach. Das ist so mein primäres Ziel jetzt. Und nicht mehr so den Zwang zu haben, ich muss das jetzt fertig spielen, ich muss. South Park, die spektakuläre Zerreißprobe, natürlich will ich sie auch noch weiterspielen. Ich möchte, beziehungsweise jetzt anfangen, das Let's Play. Mache ich alles bis Sommer, ist es eingeplant, kommt alles nach und nach. Ich will nicht mal so viele Projekte auf einmal haben, sondern wirklich immer ein, zwei Projekte am Stück aufnehmen, beenden, hochladen. Und auch mehr Zeit für mich wieder haben. Nicht mehr so gebunden sein. Ich muss es nicht. Ich will mich natürlich verbessern. Ich will, dass die Community mit mir steigt. Aber ich muss nicht mehr jeden Tag auf Teufel komm raus irgendwas machen.
Das hatte ich mal, aber... Nee. Weil ich hatte dann auch so ein bisschen das Interesse so verloren, überhaupt Weiler zu machen, weil dann die Qualität nicht so dem entsprochen hat, was ich wollte. Dann hatte ich das Problem, dass ich dann irgendwann ein bisschen eingeknickt war, weil der Content, den ich biete, der ist gut, allerdings was nicht so gut ist, sind die Aufrufezahlen. Die Abonnenten hatte ich mir dann doch schon mehr erwünscht. Und da war es dann natürlich dann so ein bisschen mal down gewesen. Allerdings ist das jetzt auch schon wieder vorbei, weil mir auch größere YouTuber gesagt haben, dein Content ist gut. Klar kannst du dich immer noch verbessern, musst dich auch immer weiter verbessern. Aber der Anfang ist gut. Du musst einfach dranbleiben und dann wird das auch irgendwann kommen. Wie weit ist der weg? Ich nie im Leben. Den kriege ich hin. Der hat mich noch nicht gesehen. Okay, jetzt lasse ich diesen zwei. Wenn ich jetzt eine Schrot hätte, dann wäre ich den jetzt hinterher gelatscht. So, nein. Einfach nur nein. Vor allem haben die natürlich eine Legendary Kiste. Ich habe nur hier den kleinen Revolver. Oben liegt was. Da will ich hin, da ist ein Mana-Trank. Okay, da unten in der Stadt wird geschossen. Hartes Duell hier. Also im Moment würden wir den kürzeren ziehen. Wir haben keine Sniper, Leute. Ohne Sniper können wir alle gehen. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir einen. Da hinten wird gebaut. Da hinten wird gebaut. Da liegt Loot, da liegt Loot. Ich will da jetzt nicht hinlaufen. Auf dem Berg sind die nämlich. Die sind hundertprozentig auf dem Berg. Ich hab den Punkt verpasst, um ihn zu snipern. Ärgerlich. Ich glaube, er wird jetzt kommen.
Ja, 16 Schuss sind besser als 7 Schuss. Hier ist niemand in der Nähe. Ja, ich habe auch schon den ersten Typ, den... Das ist halt so, was ich meine, was ich halt bei Ego-Shooter noch lernen muss. Der Typ läuft vor mir und ich brauche einfach zu lang. Weil ich dann auch Schiss habe, wenn ich jetzt den Schuss vorbeisense, dass er dann sich umdreht und mir direkt den Header gibt. Das ist halt so der Defizit, sage ich mal, von meinem Gameplay. Anderer Defizit ist, ich habe nichts gelootet. Da ist eine Wand. Aber da wird keiner mehr sein. Sind noch 19 Leute. Alter. Ich bin nervös. Der Berg ist nicht drin. Jetzt hätte ich gesagt, ich gehe auf den Berg auf jeden Fall. Wo gehe ich hin? Ich habe immer noch so wenig Sachen. Hätte ich den einen Typ vorhin noch weggesnipert. Mann, das ärgert mich. Dann wäre ich auf jeden Fall in den Top 15 gewesen. Top 15. Okay, da sind schon wieder zwei. Problem ist jetzt natürlich, dass die im Vorteil sind und vor allem in der Zone sind. Ich kann aber versuchen, so ein bisschen außen rum zu laufen, weil die da hinten versuchen, was zu reißen. Man merkt schon, von der Position her, ich versuche jetzt nicht mehr in die Zone einfach nur reinzulaufen, sondern auch so ein bisschen den taktischen Vorteil zu haben. Bleib doch mal stehen. Krieg ich nicht. Ich beobachte ihn. Okay, jetzt ist er weg. Ja, das ist halt, wo Daluka zum Beispiel, er hätte jetzt einfach drauf gerotzt und hätte einen Headshot gegeben. Da muss ich halt noch lernen. Weil ich habe den Typ im Visier. Und Mann. Du kriegst nicht hin, ihn down zu bekommen. Gut, weil ich es ja auch nicht versucht habe in diesem Fall. Er ist runtergesprungen.
die gehen da hinten zu dem Ding. Alles klar, jetzt gibt's Schüsse, jetzt gibt's Action. Episches Finale. Erster Schuss, ich geh down, what's up? Mein Ziel ist es, auszunutzen, dass die da vorne gerade kämpfen. Ah, ich nehme hier jetzt einen Header. Nur nicht, dass jetzt einer von hinten kommt. Die waren aber da vorne, ich weiß es. Noch 15. Von hinten könnte jetzt auch jemand kommen. Und da vorne sind die anderen. Okay. Scheiß drauf. Action. Rein. Rein jetzt. Alles klar. Oh, Shit, er hat das Schild. Er weiß jetzt, wo ich bin. Nein! Nein! Fuck, Mann! Zehnter immerhin. Alles klar. Ja gut, der erste Schusswechsel natürlich direkt gestorben. Aber es war auch ein Zweierteam und... Schade, ich bin 63. Naja, mein Ziel muss ich halt noch lernen. Aber ist okay. Im einen habe ich ihn... habe ich getroffen, im anderen habe ich ein Schild weggeschossen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Es war schön, endlich mal wieder Fortnite aufzunehmen nach einer Woche Pause. Das habe ich aber auch gebraucht. Und wir sehen uns entweder bei Fortnite in der nächsten Folge oder zum Beispiel bei unserem neuen Spiel oder bei einem ganz anderen Spiel. Ganz egal, wir haben genügend zur Auswahl. Ich sag nur bis bald, euer Dark. Und hinterlasst gern ein Like oder einen Kommentar. Und dann sehen wir, dass wir hier weiterkommen. Bis dann.